Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu den Red Eyes, beziehungsweise Red Eyes Support. Ich habe kein Video gemacht, beziehungsweise werde keins machen zu den Red Eyes Support aus Dragons of Legend 2, weil die einfach scheiße sind. Außerdem sind die ritualbezogen und gehören nicht unbedingt zusammen mit dem hier. Es gibt halt ein paar Fallen, die können Red Eyes Monster wieder special und so, also die sind nicht schlecht, aber man kann auch einfach Call spielen, also gab es bei denen nicht unbedingt eine Karte, die erwähnenswert ist. Ansonsten heute halt die Red Eyes Monster aus Clash of Rebellions. Das sind 9 Karten, 4 Monster, eine Fusion, eine XYZ Monster, 2 Zauber und eine Falle. Was relativ ärgerlich ist, weil 9 ungerade ist und das dadurch nicht in mein Konzept hier passt. Deswegen muss ich hier Return of Red Eyes nach vorne bringen und über die reden wir auch gleich als erstes, damit die weg ist. Das ist eine dauerhafte Falle. Wenn du ein Red Eyes Monster kontrollierst, kannst du ein normales Monster aus deinem Friedhof wählen und specialen. Und falls dein Gegner die Falle zerstört, kannst du noch ein Red Eyes Monster aus deinem Friedhof specialen. Also insgesamt 2. Aber man kann nur einen Effekt pro Runde aktivieren. Dann haben wir Black Metal Dragon Level 1. Du kannst ein Red Eyes Monster wählen, das du kontrollierst und die Karte hier an das Monster ausrüsten von deiner Hand. Oder deiner Spielfeldseite. Also ist es eigentlich ein Union Monster, falls sich noch jemand daran erinnern kann. Und dann kriegt das Monster halt 600 ATK. Falls diese Karte vom Feld auf den Friedhof geschickt wird, kannst du dir ein Red Eyes Monster, Red Eyes Karte sogar, von deinem Deck auf die Hand suchen. Also ein Searcher, nicht schlecht. Ist ein bisschen langsam, muss halt erstmal zerstört werden, aber wird schon irgendwie gehen. Dann haben wir den schwarzen Stein der Legende. Und der ist Secret Rare. Also Red Eyes allgemein ist relativ teuer. Die sind alle Secret Rare, Ultra Rare und Super Rare. Was halt relativ unnötig ist. Weil ich glaube, dass das Deck nicht so stark ist. Beziehungsweise absolut scheiße, wenn ich ehrlich sein darf. Aber schauen wir uns erstmal den Stein an. Der ist nicht schlecht. So kannst du den Tributen und dann einen Level 7 oder niedriger Red Eyes Monster von deinem Deck spezial beschwören. Und falls dieser Stein in deinem Friedhof ist, kannst du einen Level 7 oder niedriger Red Eyes Monster wählen, das auch in deinem Friedhof ist, das zurück ins Deck mischen und dann kannst du den Stein zurück auf die Hand holen und dann zum Beispiel wieder normen und dann das Monster, was du gerade reingemischt hast, wieder aus dem Deck specialen. Also kleiner Endloszirkel und kann man immer wieder recyceln. Also vom Effekt her eigentlich auf jeden Fall sehr stark. Es kommt halt jetzt nur noch darauf an, wie die Red Eyes Monster sind, wie stark die sind. Da haben wir Red Eyes Black Flare Dragon, der ist Gimini. Und falls du ihn nochmal normalst, er hat halt den Effekt, dass er am Ende der Battle Phase dem Gegner Schaden macht in Höhe von dem ATK von dem Red Eyes Monster. Effekt ist nicht unbedingt spielentscheidend, ich nehme an, einfach nur weil er Red Eyes im Namen hat. Dann haben wir Red Eyes Arch Fiend of Lightning, der ist halt jetzt Fiend, auch Gimini. Und wenn der nochmal normal beschworen wird, kannst du alle gegnerischen offene Monster zerstören, dessen Defense niedriger sind als seine ATK, also 2,5. Dann haben wir die Fusion, Black Skull, Archfiend Dragon, ein Level 6 Archfiend Normal Monster, war halt der, den wir gerade gesehen hatten. Dann ein Red Eyes Normal Monster und der hat halt einen Armadas Effekt. Und am Ende der Battle Phase, falls dieses fusionsbeschworene Monster angegriffen hat oder angegriffen wurde, kannst du ein Red Eyes Normal Monster in deinem Friedhof wählen, dem Gegner Schaden zufügen in Höhe der Original ATK. Und dann das Monster zurück ins Deck mischen. Effekt ist nicht unbedingt berauschend, aber ist auf jeden Fall solide. Also wie man schon sehen kann, die Red Eyes haben so einen kleinen Burn-Thema, Burn-Effekt, auf das sie sich spezialisieren wollen. Die Frage ist halt, wie effektiv das ist. Dann wird noch das XYZ-Monster, Red Eyes Flare Metal Dragon, 2,7er. Und solange der Materialien hat, kann er nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Und jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte aktiviert, kriegt er 500 Schaden. Und einmal pro Runde in deiner oder der gegnerischen kannst du ein Material abhängen und ein Red Eyes Normal Monster aus deinem Friedhof specialen. Auf jeden Fall eine starke Karte, OTK-Potenzial und dann sieht man auch wieder diesen Burn-Effekt, das Burn-Thema. Dann haben die sogar eine Fusion erhalten, Red Eyes Fusion. Dann kannst du ein Red Eyes Monster, also ein Fusionsmonster, das Red Eyes im Namen hat, fusionsbeschwören. Und das Interessante ist, sogar aus deinem Deck, also ganz normal Hand oder Feld und dann aus dem Deck, so wie Shadow-Fusion, kannst du die Materialien dann benutzen. Aber dafür darfst du halt keine Monster normalen oder specialen in diesem Zug. Was auf jeden Fall eine starke Einschränkung ist. Vor allem, weil man dann nur diesen einen Archfiend Dragon da beschwören kann. Dann haben die noch Cards of the Red. Und zwar kannst du ein Level 7 Red Eyes Monster von deiner Hand auf den Friedhof schicken. Dann 2 Karten ziehen und dann nochmal ein Red Eyes Monster millen. Ich weiß nicht, was man mit den ganzen Red Eyes Monster an dem Friedhof machen will. Aber an sich auf jeden Fall eine gute Karte. Die ganzen Red Eyes Karten überzeugen mich überhaupt nicht. Ich finde es schade, dass sie so teuer sind, also so hohe Raritäten haben. Aber Dragons sind immer beliebt und ein paar von den Karten haben auf jeden Fall Potenzial.
ich würde nicht unbedingt alles zusammenspielen oder versuchen zu spielen, sondern vielleicht zum Beispiel nur den Stein und dann ein paar Red Ice Monster nehmen und dann mit normalen Dragons mischen und vielleicht irgendeine Chaos-Variante dann dadurch zusammenstellen. Aber mal schauen. Vielleicht habt ihr eine gute Red Ice Deckliste. Könnt ihr uns gerne schicken. Ansonsten könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck haltet. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab und ciao.